hier haben wir doch so ein Wegekreuz. Da soll ich jetzt beten, ne, hat sie gesagt. Walter, Lorca, Siemen, Beckhaus, Erik, Olmsted und Corliff. Sind das Entwickler oder... Oder Leute, die hier an dem DLC mitgewirkt haben? Wahrscheinlich, ne? Wie soll ich anfangen? Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen. Und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bete für uns Sünder jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Amen. Tja. Was habt ihr so in eurer Freizeit? Geht ihr auch manchmal raus und ihr habt eine Reise, eine Pilgerreise nach, weiß ich nicht, ins Nachbardorf oder so? Kann man mal machen, oder? Richtig lustig wäre wirklich, wenn wir jetzt entweder überfallen werden oder wir gehen in Uschütze direkt ins nächste Badehaus. Ich bin erfüllt von Scham und werde es nie wieder tun. Fortan werde ich ein redliches Leben führen. Amen. Hat man das früher echt so gemacht? Und so, ich meine... Pilger machen sowas Ähnliches ja heute auch. Frag mich, ob das üblich war, dass man öfter mal Leute getroffen hat, die einfach von einem Ort zum anderen gepilgert sind, um Buße zu tun. Barfuß. Machst du gleich morgen? Was hast du denn zu büßen? Falsch abgebogen. Oh ja, ich hätte hier gerade auslaufen müssen. Geil, wir laufen querfeld ein. Aber nicht, dass wir dreckig werden. Müssen wir uns wieder waschen lassen. Das willst du nicht wissen. Oh doch, genau jetzt will ich es wissen. Ich frage mich, ob das Spiel merken würde, wenn wir jetzt wirklich diese Reise mit dem Pferd machen würden oder ob wir dieses Gewand wirklich tragen müssen. Das Konsequenzen hätte. War da gerade irgendwas an der Herr, Hand gehabt? Grad? Erbarme dich meiner und vergib mir. Denn ich brach dein Gesetz, das da lautet, du sollst nicht töten. Bitte, hilf mir dabei, meinen Frieden zu finden. Amen. Wir haben ja nur getötet, wenn wir mussten. Das war ja nicht so, dass wir Spaß dabei hatten. Ich bin ja den meisten... Kämpfen aus dem Weg gegangen. Ich habe bei Heinrich sogar so geskillt, dass wir sehr viel auf Redegewandtheit gegangen sind, um eben den meisten Kämpfen aus dem Weg zu gehen, aber einige Kämpfe waren halt nicht vermeidbar. Ja, auf die Karte schauen. Geht's denn weiter? Ich muss da gegenüber auf den Weg und dann durch den Wald. Wald wird natürlich auch wieder gefährlich. Mit meinem Nachthemd hier. Entweder werde ich von Fremden aufgelesen, die denken, ich bin irgendein Bekloppter, der in die Irrenanstalt gehört und nicht mehr weiß, wo er hin muss und sich im Wald verlaufen hat. Oder ich werde von irgendwelchen Banditen überfallen. Obwohl, die haben wahrscheinlich eher Mitleid mit mir, wenn die mich sehen. Denken sich, lass den Geisteskrank mal weiterlaufen. Da ist eh nichts zu holen.
Also wenn es die Zeit von Kingdom Come wäre, würde es in meinem Alter als Frau schon reichen, nicht verheiratet zu sein. Was genau meinst du? Was, für was genau? Also Buße, weil man nicht verheiratet ist, meinst du, oder wie? Dass es Sünde wäre? Ich glaube, der war mal mit 14 oder so wahrscheinlich schon irgendwo versprochen, ne? Ja, das war, glaube ich, ziemlich ungewöhnlich. Ich glaube, dann stimmt irgendwas nicht mit einem, wenn man mit der Ende 20 oder so nicht verheiratet war, dann ist irgendwas schiefgelaufen. Ich glaube, da hat man schon die ersten 5 Kinder wahrscheinlich gebärt. Herr, bitte vergib mir, denn ich habe mit Dirnen Unzucht getrieben. Heilige Maria, verhilf mir zu mehr Redlichkeit. Amen. Sonst endet man im Bahnhof. Ja, vielleicht haben wir gerade deine Vorfahren. Naja, das ist fies, aber. Vielleicht haben wir, ja, dein alter Ego quasi, ja, gerettet sozusagen. Vor der schlimmen Zukunft. Und nun ist sie mit einer Irren im Kloster. Das ist viel besser, die sich für eine Heilige hält. Alles richtig gemacht. Danke. Gerne. So bin ich. So, und sich lang. Oh, jetzt ist hier aber nochmal richtig viel zu beichten. Im Talenberg. Ich frag mich, was ich geendet hätte, würde ich fast sagen. Was ich für einen Beruf ausgeübt hätte im Mittelalter. Echt drüber nachdenken. Was würde mir denn Spaß machen? Also Schmied oder sowas wäre, glaube ich, nichts für mich gewesen. Wo das, glaube ich, meinem heutigen Beruf am ehesten nahe rankommt. Ein königlicher Vorkoster oder so, oder? Hätte ich Bock drauf. Wobei das damals, glaube ich, schon, ich glaube, als Vorkoster hatte man, glaube ich, relativ kurzes Leben, wenn man Pech hatte. Es war, glaube ich, schon relativ oft, oder? Dass so Leute vergiftet wurden, oder? Meint man das nur? Der Hofner. Ja, wahrscheinlich. Vielleicht wäre ich auch so ein Scheißeträger geworden oder sowas. Wie wir auch schon bei Kingdom Come hatten. Kannst du dich da noch dran erinnern? Die Scheißeträger aus Ratai? War das Ratai? Ich glaube, ja. Das war lustig, die Mission. Jetzt bittet er gar nichts mehr. Ich bin schon heruntergekommen. Ich sollte jemandem Bescheid sagen. Später. Herr, beschere uns Frieden, damit der Bildstock in neuem Glanze erstrahlen kann. Und Scarlett vielleicht auch. Echt der Scheißjob. Ja. Ja, Scheiße war ein großes Thema im Mittelalter. Finden wir am besten einen Weg. Ah, hier ist Platz. Ist jemand gestorben oder wieso ist das hier so komisch am Wegesrand? Ist jemand vom Auto überfahren worden? Vergib mir, Herr, denn ich beging Missetaten und verhielt mich nicht immer redlich. Ich gelobe hiermit Besserung. Amen. Stimmt, irgendein Verrückter mit seiner Kutsche mit 6 Pferden oder so, irgend so ein Bonzentyp, hier lang gebrettert durch die engen Gassen und dann hier einen mitgenommen und ihm so dann ein Kreuz hingestellt. Der arme Kerl. Ja, Kutschen.
Ich glaube gar nicht, wie viele da gestorben sind im Mittelalter, die von der Kutsche überfahren wurden. Und mehr als man denkt. Drei oder vier. Und vergib mir meine Sünde mit Herrin Stephanie. Amen. Oder das war mal ein kurzes Gebet. Nehme ich dir nicht ganz ab, Heinrich, dass du das jetzt wirklich bereust mit Herrin Stephanie. Warte mal. Die war doch hier aus Thalmberg, oder? Ja klar, die war doch hier aus Thalmberg. Ich glaube eher, dass der Heinrich da sich noch so ein Türchen offen halten möchte und da eventuell nochmal vorbeischaut. Ich nehme es ihm nicht ab. Ja, das ist schon gut gefallen da mit der alten. War ein ganzes Stück älter und erfahrener als er. Heinrich? Ich sollte für meine Eltern beten. Heilige Maria, Mutter Gottes, bete für meine Eltern. Alle vom Heinrich über den Haufen gelitten. Leiste Fürbitte auf das. Ja, wahrscheinlich. In Gott. Heinrich, der Verrückte. Ja, man kennt ihn. Man kennt ihn. Er ist in jedem Ort bekannt. Jeder kennt seinen Namen. Wahrscheinlich nicht nur wegen seiner guten Taten, sondern wahrscheinlich auch, weil er schon den ein oder anderen Tod geritten hat. Vielleicht auch die ein oder andere Frau, wer weiß das schon. Auf alten Schiffen lernt man segeln. Ich kenne jetzt nur auf alten Pferden lernt man reiten, aber das ist im Prinzip das Gleiche. Ist ja auch modern, ne, heutzutage. Ältere Frau zu haben als Mann und genauso auch eine sehr viel jüngere Frau. Das war aber, glaube ich, ja schon immer modern, mehr oder weniger. Aber auch die Frauen, ne, die haben ja da auch einiges. Hat sich ja einiges getan in letzter Zeit. Es auch viele Frauen gibt, die sich in Jüngeren halten. In Jüngeren halten, wie so ein Schoßtier. Das ist ja theoretisch auch ein Schoßtier. Den kanntest du noch nicht mit den Pferden. Vielleicht ist das in Deutschland so ein bisschen abgewandelt, dass man in Bayern das mit den Schiffen eher benutzt und hier so im Norden, sage ich jetzt mal, weil für euch Bayern sind wir ja hier in Nordrhein-Westfalen, Norddeutschland. Ich glaube, da ist ja alles nördlich von Nürnberg oder so Norddeutschland. Dass man das hier mit den Pferden eher so kennt. Jetzt in Bayern so viele Segelschiffe gibt. Ja. Wer weiß, vielleicht war da früher mal ein Meer oder so in Bayern. Das weiß man doch nicht. Weiß man schon, aber... Ja. Ja, auch außerdem habt ihr den Bodensee. Das ist ja fast wie ein Meer. Da sind doch viele Segelschiffe und so. Bestimmt. Und viele Surfer und so. Das ist so ähnlich wie ein Segelschiff. Auf alten Surfern lernt man Wellen reiten. Obwohl, Wellen habt ihr ja nicht da. Herr Jesus Christus. Ich trank mehr und öfter, als es gut ist. Erlöse mich von meiner Zügellosigkeit. Amen. Eigentlich gar nicht. Wir haben kaum was gesoffen. Hier im Spiel. Im echten Leben. Hier in Nordrhein-Westfalen haben wir sogar ein Pferd im Wappen. Ich weiß gar nicht, woher das kommt. Ob die Gegend hier mal bekannt war für Pferdehandel oder Pferdezucht oder so, das vielleicht sogar heute noch ist. Also es gibt schon einige Gestüte und so, das ja, aber ich würde jetzt nicht sagen, mehr als im Rest Deutschlands. Keine Ahnung, woher das kommt. Ach, hier bin ich ja bei dem einen Kerl wieder, mit dem wir einen gesoffen haben, der Pfarrer. Das war eine Predigt. Von dem kann die mal was lernen. Sie meinte nämlich... Als Heinrich eben meinte zu ihr, zu der, wie hieß sie nochmal, Jolanka oder so,
Das war die beste Rede, die er jemals gehört hat. Da habe ich mich an die Rede erinnern müssen von dem Pfarrer hier. Und die war ja wohl mal der Hammer. Und vor allen Dingen unsere eigene Rede war ja auch richtig gut. So, das wäre geschafft. Ave Maria, gratia plena. Erstmal einen trinken jetzt. Und jetzt gehe ich mit dem Pfarrer einen saufen und einen Puff. Auch. Heilige Jungfrau Maria, Königin des Himmels, gütige Mutter, gerechte Jungfrau. Ja, gütig und barmherzig. Blicke auf mich hernieder und erhöre mich. Ich will Buße tun. Für meine Sünden und Reue zeigen. Die Predigt war der Hammer. Ich fand, das war die beste Mission im ganzen Spiel. Die lustigste auf jeden Fall mit dem Pfarrer. Mir am meisten noch in Erinnerung geblieben. Komm, sowas hier brauchen wir gar nicht erst anfangen. Entweder man bereut oder man bereut nicht, weil alles vor einem Aber, wie man so schön sagt, ist nichts wert. Ich sündigte schwer, denn ich tötete Wicht. Er war ein Halunke und Mörder, und ich war zweifellos im Recht. Und doch war es eine Sünde, wenngleich er es verdiente. Aber zu urteilen und zu strafen obliegt nicht mir. Ich beging diese Sünde voller Zorn, und sie lastet schwer auf mir. Ich will Buße tun, auf dass du mir vergibst. Komm, Heinrich, du musst jetzt hier nicht alles. Also, du bist ja kein Schlechter. Unzucht und so. Also, komm, außerdem Unzucht. Alle hatten doch ihren Spaß dabei, oder? Das kann doch keine Sünde sein. Ich beging auch noch andere Sünden. Ich habe gelogen, gestohlen und mich wie ein Schuft verhalten. Ich bereue meine Taten und verspreche, all das nicht wieder zu tun. Als Wiedergutmachung lasse ich der Kirche eine Spende zukommen. Und ich tötete andere. Heilige Maria, voll der Gnade. Oft war es rechtens oder meine Pflicht, doch manchmal überkam mich einfach die Wut und dann... Bitte vergib mir. Und ich habe Unzucht getrieben. Es beschämt mich sehr. Fortan werde ich rechtschaffender sein, versprochen. Nun, ja, ich habe gesündigt. Aber ich bin kein schlechter Mensch. Ich weiß, ich habe dich enttäuscht. Bitte gib mir die Gelegenheit, es wieder gut zu machen. Vater unser im Himmel, vergib mir. Demütig zeige ich Reue. Vergib mir, wie Jesus am Kreuz seinen Peinigern vergab. Erbarme dich unser und wache über die ehemaligen Bewohner von Skalitz und beschere der gebeutelten Provinz Frieden. Die Menschen hier haben all das Leid nicht verdient. Bitte mach den Schrecken ein Ende. Amen. Drei Stunden bitte denn noch weiter, mein Gott. Wie viel Kraft hat er noch, nachdem er schon 6 Stunden gelaufen ist? Pilgerfahrten? Ach, guck mal, hier steht's. Pilgerfahrten waren im Mittelalter ein wichtiger Bestandteil der christlichen Glaubenskultur. Es gab verschiedenste Gründe, warum sich ein Gläubiger auf die Reise machte. Vergebung seiner Sünden, eine Verkürzung der Zeit im Fegefeuer für seine Liebsten oder sich selbst. Die Bitte um Heilung oder anderen göttlichen Beistand. Dank für reiche Ernte oder aber eine tiefe Frömmigkeit und der damit verbundene Wunsch, seine Religiosität noch ungünstiger Ausdruck zu verleihen. Der Zielpunkt einer solchen Pilgerfahrt war in der Regel ein Ort, der in irgendeiner Weise in Verbindung mit dem Leben und Wirken Jesu stand oder an dem Heilige lebten und beigesetzt wurden. Der bedeutsamste Pilgerort war die Stadt Jerusalem, insbesondere die Grabeskirche. In Europa pilgerten viele Menschen nach Rom, wo bereits der heilige Petrus als erster Papst wirkte, sowie in der Stadt Santiago de Compostela zu den Reliquien des heiligen Jakobus, also dieser Jakobsweg. In Böhmen war Prag der bedeutsamste Pilgerort, da dort mehrere Heilige bestattet wurden, darunter auch der heilige Wenzel, der als wichtigster Heiliger galt. Der Patron des Landes fand seine letzte Ruhe im Veitsdom.
Eine Pilgerfahrt war ein anstrengendes, nicht selten gefährliches Unterfangen, ganz gleich auf dem Land- oder dem Seeweg. Eine erfolgreich absolvierte Pilgerfahrt war somit durchaus eine persönliche Errungenschaft. Ein Pilger Obdach und Hilfe zu gewähren, galt als moralische Verpflichtung. Auch der wirtschaftliche Aspekt von Pilgerfahrten ist nicht zu unterschätzen, vor allem in der direkten Umgebung von Pilgerstätten und entlang der Pilgerwege. Also ging es doch nur um Kommerz und alle anderen, die drumherum waren, die ganzen Gaststätten und so und bestimmt auch Puffs, haben es auf die ganzen armen Pilger abgesehen, die da Unterschlupf suchten und eine Wäsche. Oft erkannte man Pilger an ihrem äußeren Erscheinungsbild, wovon viele zeitgenössische Illustrationen zeugen. Pilger trugen für gewöhnlich einen Mantel, einen Stab, eine Tasche oder einen Sack an bestimmten bestimmte Abzeichen. Bestimmte Abzeichen? Haben die so Medaillen gehabt oder was? Ein weit verbreitetes Pilgersymbol war die Jakobsmuschel. Man glaubte, dass eine solche Muschel von einer Pilgerfahrt gesegnet sei und ihr deswegen übernatürliche Kräfte innewohnen würden. Manchmal warf man diese Muscheln in den Brunnen und erhoffte sich dadurch sauberes Wasser. Da haben wir ja was gelernt. Dieses, Achso, die Spende muss ich noch machen. Dieses Codex-Ding ist übrigens richtig cool. Da kann man echt viel lernen über das Mittelalter. Da haben wir leider, kann ihm aber doch jetzt. Gott schütze dich. Oh, wie gut der aussieht, ne? Wie gut die Charaktere aussehen einfach. Die Grafik ist so gut. Ich möchte der Kirche als Zeichen meiner Reue für meine Sünden eine Spende zukommen. Genau, und der betet auch lateinisch im Ladescreen. Hat er eben mal schnell gelernt auf der Pilgerfahrt. Vielleicht sollte ich das auch mal machen. Einfach irgendwo hinpilgern und sobald man ankommt, kann man irgendwas, was man vorher nicht konnte. Deine Spende nehme ich gerne an, mein Sohn. Ich werde für dich beten. Aber sag mir, warum bist du denn auf einmal so gottesfürchtig? Ist etwas passiert? Johanka hat mich geschickt, um vor der Jungfrau meine Sünden zu bekennen und Geld zu spenden. Da hast du ja den richtigen Johanka? An der Angel hier, um seine Sünden zu bekennen. Eine lange Geschichte. Sei unbesorgt. In der Prager Universität musste ich einst lernen, geduldig zuzuhören. Ein Gelehrter sprach ausschweifender als der andere, um nicht ungebildet zu erscheinen. Ich kann also sehr gut zuhören. Nun gut, wie du meinst. Johanka stammt wie ich aus Galitz. Wir kennen uns schon ewig. Jetzt kommt's. Kürzlich kam es uns verarscht. Sonderbaren Vorkommnissen. Ist das nicht überall so? Unruhige Zeiten. Mag schon sein, aber das hier ist anders. Die heilige Jungfrau Maria erscheint Johanka. Was? Meinst du das ernst? Ja. Sie offenbart sich ihr in ihren Träumen und zeigt ihr, ich weiß nicht was. Angeblich teilt sie ihr irgendwelche Weisheiten mit und will, dass alle Menschen davon erfahren. Mein Gott. Und was genau? Sag schon. Einmal predigte Johanka, dass wir alle Sünder sind und Buße tun müssen. Sonst würden Bestien aus der Hölle emporsteigen und uns in Stücke reißen. So in etwa. Sind wir jedoch rechtschaffen, wird die heilige Jungfrau uns beschützen. Aber bei Johanka klingt das natürlich viel überzeugender. Sie spricht ganz anders, als man es eigentlich von ihr gewohnt ist. Vielleicht wie ein Engel. Sakra. Das klingt ziemlich... Ich weiß nicht, Heinrich. Du hast dir das doch nicht nur ausgedacht, oder? Nein, das schwöre ich bei der heiligen Jungfrau. Bei der heiligen Jungfrau. Ich war selbst dabei. Verstehe. Nun, das klingt wahrlich außergewöhnlich. Und was halten die Leute von all dem? Naja, eigentlich sind es ja doch nur einige, ne? Aber Unruhe ist es natürlich auch. Tja, also die Bewohner Sasa. Eigentlich stimmt alles. Einige. Interessant. Sehr interessant sogar. Sicher auch für die Gelehrten in Prag. Sie bekäme gewiss Zuspruch. Und was ist mit dir, Heinrich? Was hältst du von der Sache? Ich weiß es nicht, ehrlich gesagt. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Lügen würde sie jedenfalls nicht. Was denkst du, Pater? Du bist ein Gelehrter. Schwer zu sagen. Ich sollte mir in Sasau selbst ein Bild davon machen. Danke, dass du mir davon berichtet hast. Eines steht jedenfalls fest. Das werden interessante Zeiten.
Da bin ich mir sicher. Noch interessanter als jetzt. Mir wäre es lieber, es würde Ruhe einkehren. Sei es drum, ich muss zurück zu Johanka. Ich will sie nicht warten lassen. Gott sei Dank. Was will er jetzt noch von der? Einen Moment. Hast du den ganzen Weg zu Fuß zurückgelegt? Ganz recht. Ich bin gepilgert, um Buße zu tun. Unterwegs sprach ich an jedem Kreuz und Bildstock ein Gebet. Übrigens, der Bildstock vor Talmberg aus Richtung Sasau, er sieht ziemlich heruntergekommen aus und sollte renoviert werden. Du hast ihn gesehen? Ja, ich weiß davon. Es fehlt uns einfach an den Mitteln, ihn zu renovieren. Da fällt mir gerade ein, bei der Sache mit Johanka musste ich an Schriften denken, die ich einst abschrieb. Vielleicht interessiert dich das. Falls ja, komm mit und ich sehe nach, ob ich die Abschrift finde. Oder du suchst mich später im Pfarrhaus auf. Gerne, Pater. Hab Dank. Mach's gut. Wollte ich dir nicht noch Geld spenden? Ich hab mir doch jetzt gar kein Geld gegeben, oder? Davon können die doch den Bildstock dann wieder renovieren. Wo könnte die Abschrift sein? Ich wusste, es war ein Fehler, sie sicher zu verwahren. Ah, hier ist sie. Was die Abschrift betrifft, Pater. Ah ja, richtig. Sie, ja, ja, sie. Richtig. Ich habe gerade vor das zwei Sekunden... Das sind Auszüge aus den Werken vom Magister Parisiensis. Und wie kann mir das weiterhelfen? Als du Johanka erwähntest, fiel mir die Abschrift ein, weil Matthias von Janow einst über das Thema geschrieben hatte. Über Frauen mit Visionen und dergleichen. Oh, und Hexen. Da ich sie habe, würde ich sie dir leihen, wenn du sie auch wieder zurückbringst. Du kannst doch lesen, oder? Selbstverständlich. Du bist ja selbst schon fast ein Gelehrter. Hier, die Abschrift. Und halte sie in Ehren. Bring sie mir zurück, wenn du wieder in der Gegend bist. Ja, mach ich. Hab Dank. Gern geschehen. So, und jetzt lass Johanka nicht länger warten. Werke des Matthias von... Schieß mich tot. Uns natürlich noch anschauen. Ab auf den Scheiterhaufen, genau. Da musste man schon aufpassen, glaube ich, damals. Ne? Man habe ich schneller auf dem Scheiterhaufen gelandet, als einem lieb war. Gott und unser Herr Jesus Christus, wenn sie sich von... Warte mal, erstmal, wie viel ist das? Zwei Seiten, okay. Gott und unser Herr Jesus Christus, wenden sich von jenen Männern ab, die sich ihrer als unwürdig erweisen und vermachen derer Befähigung Frauen, auf dass sie die Starken an ihre Schwächen gemahnt mögen. Mein Gott, ist das ein Deutsch, ey. Manch ein Mann, der sich mit etwas hervorzutun vermag, legt wenig später ein gar unwidriges Betragen an den Tag. Er schreibt sich seinen Erfolg einzig und allein selbst zu und vergisst dabei zur Gänze unseren Herrn Jesus Christus. Desenthalben sind es vornehmlich Frauen, insbesondere Eheweiber, Jungfrauen und Witwen, die der Disziplin unterworfen ein rechtschaffenes Leben führen und auf diese Weise den Herrgott mehr ehren, als die Männer es tun. Wird diese zügellos den Lasten des irdischen Fröhens, fürwahr, die Frauen sind's, die in den Gotteshäusern strömen, voller Inbrunst beten und gebannt den Predigen lauschen, anstatt nie ihren Freuden, Lasterhaftigkeit und Großtuerei anheimzufallen. Ihr Herz sind mehr von Liebe zu unserem Herrn Jesus Christus erfüllt, als die der Männer. Nie lassen sie den Willen des Herrn außer Acht und nähren mit ihrer aufrichtigen, manchmal gar tränenerfüllenden Ehrbietung ihre Christusliebe nur noch mehr. Wenn diese barmherzigen Geschöpfen... Mein Gott, das ist ja eine Liebeshymne auf die Frau. Dann auch noch die Gabe innewohnt, Visionen und Prophezeiungen zu empfangen. So sind sie dem Herrgott dienlicher als die meisten Männer und vielleicht sogar manch ein Geistlicher. Augenscheinlich wird diese Gabe nicht grundlos vornehmlich Frauen zuteil. Der Heilige Geist offenbart ihnen die großen Mysterien des Allmächtigen und bedeutsame Weisheiten. So geschehen bei der geachteten Jungfrau Hildegard von Bingen, der heiligen Brigitta und vielen anderen Frauen. Ich selbst gewahrte das Wissen des Heiligen Geistes in Paris, Rom und Nürnberg und Prag. Paris, Rom und Nürnberg. Die drei Weltstädte. Okay, ich habe dein Buch gelesen. Kannst du wieder haben. Das ist scheiße. Wo bist du? Ach, sorry. Hört.
Shot.